Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. So, wir gehen heute mal in den Aufträgebereich und gucken mal, wo wir heute eventuell hinfahren werden. So, wir sind aktuell hier in Osnabrück und wollen anscheinend nach hier unten. Das heißt, wir könnten auch mal gucken, ob wir irgendwas in Osnabrück haben. Ja, hier. Äpfel, Osnabrück bis nach Erfurt. Okay, als Navi-Ziel einstellen und dann fahren wir einmal eben dahin und fahren heute mal mit meinem LKW und nicht mit einem, also keine schnellen Aufträge machen wir, sondern einfach mit meiner Firma praktisch dann ein. Die Euro Truck Simulator 2 zocken, die wissen, was ich meine. Zeit zu gehen. Das hier ist nämlich mein Car. So, wir müssen hier erstmal kurz alles einstellen hier. Sitz einstellen auch. Ist schon okay. Gut, dann können wir ja auch mal fahren, ne? So, das ist auch tatsächlich nur 1 Kilometer entfernt anscheinend. So. Dann fahren wir doch mal hier raus. So. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Also rechts, wenn man jetzt hier rechts fährt, ist da meine Garage. Da das Blaue da, das ist meine Garage. In Osnabrück. Genau. So. Komm. Oh. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass auch mein LKW nicht mehr ganz so optimal ist. So, Aufträge. Genau, wir wollten hier nach Erfurt. Können natürlich auch das machen, aber wir machen einfach mal den hier Auftrag annehmen. Okay, so. Wir fahren los. Perfekt. Den kleinen hier. Okay. Dann nehmen wir den doch mal. So. Machen wir einmal rückwärts rein. Y und fahren einmal wieder los. So. Und los geht die Fahrt. Die geht auch 333 Kilometer. Das heißt, eventuell wird hier ein bisschen. Biege nach links ab. Bisschen gekippt. So. Fahren wir mit meinem Gefährt hier mal los. Ich weiß gar nicht, wie schnell dieses Ding fahren kann. Also ich weiß auch auf jeden Fall, dass das komplett full geupgradet ist. Also das hat gefühlt alles. Ja. So. Fahren wir doch mal hier rechts rein. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ah, warum blink ich? So, weiter Ausfahrt ist die hier. Diese Ausfahrt. Komm. Geil, geil, geil. Wir fahren auf die Autobahn. So. 331 Kilometer. Wir dürfen 70 fahren. Okay. Jetzt sind wir gleich wieder aus Osnabrück raus. Ah, hier muss ich rechts. Hier sind tatsächlich überall nur LKWs, ne? Schon ein bisschen biege nach interessant. Rechts ab. So. Ich merke gerade, der eine Spiegel ist gar nicht aktiviert. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, wo man den aktiviert tatsächlich. Ah, auf F2. Aha. Auf F2 aktiviert. Weil links brauche ich ja keinen Spiegel, weil das habe ich da drin. Aber rechts brauche ich einen, weil das sehe ich nicht. Display. Hol den hier mal. Wir könnten eigentlich auch mal hier unser Blinklicht anmachen. Oh. Der Motor ausgemacht. Warte, hier. Ist das Blinklicht an? Ja, ist an. Sieht man nur nicht so ganz, aber ist an. Okay, perfekt. Eigentlich wollte ich den gerade überholen, aber jetzt bin ich trotzdem langsamer.
als ich eigentlich wollte, weil ich aus Versehen auch den Motor ausmachen kann. Ja. Aber macht nichts. Macht nichts. So. Übrigens, dieses Video sollte um 15 Uhr online gekommen sein. Um 20 Uhr kommt, glaube ich, Lego Jurassic World. Schaut da gerne mal vorbei. Das Spiel ist auch sehr geil. Klar, es gibt schon Vlogs von diesem Spiel. Vlogs, ich meine Let's Plays. Aber er hatte einfach Bock, das nicht mal zu spielen. Das Spiel ist natürlich schon älter, ne? Also ich weiß gerade gar nicht wie alt. Aber er ist schon auf jeden Fall ein bisschen älter. Wenn jetzt ein Auto kommt, habe ich einen. Hier kommt kein Auto, das wäre wert. Natürlich kommt ein Bus. Der bleibt lang, bleibt da stehen. Okay. So, da ist die Polizei direkt. So, jetzt können wir hier gleich offen fahren. Ne? Ich glaube, Bus darf, zum 60 fahren, echt. Man sieht schon, dass der LKW hier ein bisschen mehr Leistung hat. Also wir fahren ja gerade 100 hier drauf. Hier drauf und ja gut. Demnächst links abbiegen. Eigentlich wollte ich auch Landschaftssimulator 22. Besser, glaube ich. Bitte nach links ab. LS22, genau. Wollte ich eigentlich zocken, aber das geht irgendwie nicht. Deswegen kann ich es leider doch nicht spielen. Warum wird es dunkel? So, mach ich mal hier überall Licht an. Bitte nirgendwo gegenfahren. So, muss auf jeden Fall mir ein neues Lenkrad kaufen. Also, das geht ja mir echt gar nicht. So. Zack. Ich habe mir jetzt die Xbox Series X gekauft, weil wir Black Friday, also Black Week oder wie auch immer das heißt, haben. Deswegen habe ich mir das jetzt gekauft, weil die ist, keine Ahnung, wie günstiger jetzt, aber auf jeden Fall ein bisschen günstiger als sonst. Ich glaube, irgendwas mit 160 Euro oder so in Sirona gesetzt worden. Und da sage ich nicht nein, ne? Deswegen habe ich mir die gekauft jetzt. Und danach will ich mir eventuell entweder einen 4K-Fernseher holen oder ich hole mir halt das Lenkrad. Ich denke mal eher, ich hole mir erstmal das Lenkrad und dann den Fernseher. Und ja. Genau. Das mache ich so. Ja, also ich habe mir jetzt erstmal die Xbox Series X geholt, die zahle ich jetzt erstmal ein bisschen ab. Und danach will ich mir das Lenkrad holen von Logitech. Weil dieses Lenkrad hier, was ich jetzt habe, ist einfach Schmutz. Muss man wirklich sagen, das hat auch nicht viel gekostet. Ne? Also, hat sehr wenig gekostet. Von daher macht das jetzt nichts. Deswegen will ich mir auf jeden Fall ein neues holen. Damit ich halt auf jeden Fall auch geiler fahren kann. Und das hat auch, glaube ich, 360 Grad Drehung oder sowas. Von daher kann ich dann auch noch geiler lenken, weil jetzt halt nur 180. Und man merkt es auf jeden Fall auch, dass es 180 ist, weil man kann halt hier nicht so geil lenken wie mit 360 Grad Dingen, weil das kann natürlich schon ein bisschen mehr bringen, ne? Weil ein LKW hat natürlich auch nicht nur 180 Grad Drehung, ne? Geht ja gar nicht. Deswegen ist das so unrealistisch. Ich bin aber schon froh, dass ich überhaupt ein Lenkrad habe und auf jeden Fall so ein bisschen zocken kann. Nicht mal mit WASD, ne? Weil das ist irgendwie nicht geil, wenn man so lenkt. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwann Fernbus, also diesen Flixbus Simulator spielen. Aber da muss ich noch ein bisschen. Ja. Genau. Da will ich noch ein bisschen gucken, dass ich das dann auch, dass ich dann das Spiel auch kaufe. Ich bin ja auch bald, also ich arbeite ja bald auch woanders, wo ich halt 520 Euro verdiene und dann kann ich mir halt schnell Sachen kaufen. Ja, genau. Rein, so. Bleiben wir mal an dieser Ampel ausnahmsweise stehen. Ich sehe die Ampel nur nicht, das ist ein bisschen das Problem. Okay, ist grün geworden. Bitte ist die Beschleunigung von diesem LKW ist wirklich kacke. Also muss man wirklich sagen, ne? Also diese Beschleunigung ist wirklich nicht so geil. Sind wir eigentlich jetzt gerade drin? Hannover oder was? Ja, Hannover ist das. Okay. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte links halten.
Was für ein Kreisverkehr? Ich habe noch nie so einen Kreisverkehr gesehen. Nimm diese Ausfahrt. Hannover hat interessante Kreisverkehr. Ey, die haben sogar Graffitis angemacht. Das ist geil, weil es ist wirklich halt. Ist halt wirklich so, in Großstädten ist halt gefühlt überall immer Graffiti, ne? Und sieht halt immer so aus, wie es aussieht. Aber die haben das echt auch in dieses Spiel realistisch reingemacht. Finde ich geil. Geil, geil, geil. Ne? So kleine Sachen sind halt immer geil, wenn man die sieht. Ja, muss man ehrlich sagen. So. Zack. Rechts halten. 60. Wie schnell darf ich Ausfahrt rechts nehmen? Ihr leckt es aber gewaltig. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich merke, ob ich hier lang fahre nicht. Deswegen hat das hier noch nicht so alles geladen, wie es geladen soll. Wie es geladen sollte. Ich wollte eigentlich auch so Switch-Spiele spielen, weil ich habe mir ja jetzt eine Switch gekauft. Und da wollte ich auch ein bisschen Videos drüber machen. Allerdings habe ich noch keine Cat-Plakate. Die müsste ich mir auch noch mal besorgen, dann könnte ich das dann auch zocken. Und ja. Also wenn ihr es unbedingt wollt. So brauche ich ja jetzt erstmal keine Cat-Plakate. Und in dem PC, den ich mir dann neu holen werde, der kostet auch sehr viel. Da ist dann halt schon eine Capture Card auch dabei. Da kann ich da auch schon theoretisch dann schon zocken. Deswegen. Ja, muss ich mal gucken. So. Bitte links. Auf der Autobahn. Jetzt sind da rechts hin. Ach. Indelsheim oder so stand da. 207 Kilometer. Was ist da rechts? Ist das eine Polizeiwache da oder was soll das da sein? Ist eigentlich, es gibt ja Autobahnpolizei, aber sind die dann auch auf der Autobahn so gestationiert? Also ja, aber ich meine die Wache. Oder ist sie so eher ein bisschen so. Ich denke mal woanders, ne? Weil die Autobahn eine Polizeiwache zu haben. Ja gut. Außerdem müsste es dann ja zweimal Eingänge geben, ne? Weil wenn. Ja, okay, das ist mir dann auch krank. Junge, der bremst da auf einmal. Sieht doch, dass ich hier mit 130 Sachen ankomme, Junge. Und dann bremst er da. Hast einen Unfall gebaut wegen dem. Ja Leute, ich würde mal sagen, ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir müssen jetzt hier rechts abbiegen und sind jetzt noch bei 14 Kilometer und dann haben wir es endlich mal geschafft, hier sich anzubauen. So, jetzt fahren wir hier rechts ab. Meine Güte. Nö, ich fahr jetzt. Voilà. Gummi. So. Okay. Da hinten sehen wir es schon. Dann kann ich sogar direkt zur Reparatur gehen. Das ist doch geil. War jetzt über die rote Ampel. Ist mir jetzt scheißegal. Schüttiger meine ich natürlich. Kein Bock hier mal 100 Jahre zu warten. Ich weiß nur, dass mein LKW auch ein bisschen Schrott ist. Also aber von vorherigen Strecken, sag ich mal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich war noch nie in Erfurt oder was? Biege nach rechts ab. So. Demnächst links abbiegen. Hier ist die Reparatur hier links gleich. Biege nach links ab. So,
fahren wir mal rein und sagen, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, da. So. Komm. Wir haben es natürlich eilig, deswegen überspringe ich das ja immer. So, zack. Ja, fortfahren. So. Fahren. Zack. Wir haben es erfolgreich geschafft. So, jetzt sind wir hier irgendwo am Arsch der Welt. Oh. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo man jetzt hier rauskommt. Ich sehe nicht auf nichts. Ah, hier. Gut. Wir fahren nochmal den LKW hier eben kurz reparieren. Weil der ist doch schon ein bisschen beschädigt. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.